Hallo zusammen, ich bin der Marius und heute geht es bei mir darum, wie ihr mit euren persönlichen Stakeholdern umgehen müsst. Sie sehen, ich bin hier gerade an einer Stakeholder-Analyse von einem Kunden. So eine Analyse, die steht bei mir immer am Anfang, bevor ich überhaupt eine Kommunikationsstrategie mache. Ihr müsst wissen, mit wem das hier kommuniziert und wie die Leute so ticken. Aber weißt auch du, wer das deine wichtigsten Stakeholder sind? Wenn du angestellt bist, das sind oftmals die Chefs von deinem Chef. Und die müssen dich gut finden. Und du musst wissen, wer das ist. Konkret, du musst wissen, wie die Leute heissen. Ganz einfach. Weil wenn du weißt, wie jemand heisst und du die Leute mit dem Namen ansprichst, schaffst du Nähe. Und Nähe bedeutet immer Vertrauen. Es ist genau gleich, wie der Marcel in seinem Präsentationsseminar Auftrittskompetenz immer predigt. Schaffe eine Bindung, schaffe Nähe zu eurem Publikum. Wenn du also das nächste Mal an eine Versammlung gehst, etwas musst präsentieren, nimm dir vorher Zeit, und schau, wer das dort alles so umstürchelt. Schreib dir die Namen von mir aus auf, aber du die Leute persönlich begrüßen. Weil die meisten Leute die finden nämlich ihren eigenen Namen super. Es tönt gut und sie lieben es, wenn man sie mit dem Namen anspricht. Marius. Mo ist ein super Name. Haben meine Eltern gut gemacht, finde ich. Ich kenne sogar Dätig. Die haben ihren Namen, also ihren Firmennamen genommen, die haben ihn so gut gefunden. Also wenn du das nächste Mal Therese, Thomas oder Frederik persönlich kennst und sie so begrüßt, dann schaffst du ganz ein anderes Klima. Mit Vertrauen, mit Nähe und die Leute werden dich gut finden. Und es ist bekannt, wenn einem die Leute gut finden, dann schafft man einfach besser. Und dann macht das Arbeiten auch Spass. Also gehör nicht zu denen, die sagen, ich kann mir Namen halt schlecht merken, Blödsinn, du hast dir einfach Mühe nicht gemacht. Mach dir die Mühe, die Leute werden dir das anrechnen und es schafft sich schon ganz anders. Kennt die Namen von deinen Stakeholder. Ganz einfacher Trick, aber mach es einfach.